Herzlich willkommen hier zurück auf der Bühne 3 zum letzten Vortrag des Tages, zumindest hier auf dieser Bühne. Im letzten Vortrag wird uns der Patrick Stellbauer etwas zum Aufbau und Pflege von einem Festpunkt-Informationssystem auf Basis des Masterportals erzählen. Viel Spaß, bis gleich und wie immer, ihr könnt Fragen gerne in den Fragentab oben schreiben. Gute Unterhaltung. Und damit herzlich willkommen zu meinem Vortrag Aufbau und Pflege eines Festpunkt-Informationssystems auf Basis des Masterportals. Mein Name ist Patrick Stellbauer und ich bin Angestellter an der Hochschule Mainz in der Fachrichtung Geoinformatik und Vermessung. Und dieses Projekt ist im Rahmen einer Masterarbeit entstanden. Nehmen wir mal an, ein Mitarbeiter, der möchte kurzfristig eine neue Übung konzipieren und anbieten und überlegt sich, wo findet er jetzt schon wieder die Einmessskizzen oder wo sind die dazugehörigen Sachdaten, wer hat denn schon wieder die Fotos. Das Ganze stellt sich als schwierig heraus und er denkt sich jetzt, wenn es halt jetzt eine Anwendung gäbe, die mir auf einen Blick alle nötigen Informationen in einem einzigen Informationssystem zur Verfügung stellt, das wäre eine ganz gute Sache. Das habe ich mir dann als Aufgabe gemacht, eben ein solches System für Lehrende oder Studierenden eben zu entwickeln. Ich werde am Anfang ein bisschen was Allgemeines erzählen, also was sind die Ziele, was sind die Anforderungen. Dann werde ich in der Implementierung vor allem die Rolle des Masterportals eben erklären und wie ich vorgegangen bin. Ich werde Ergebnisse zeigen. Ich werde die Herausforderungen, die bei der Implementierung auftraten, auch nochmal beleuchten und das Ganze dann mit dem Fazit und mit dem Ausblick abrunden. Und mögliche Ziele für das Festpunkt-Informationssystem sind zum einen eben einen einfachen Zugang zu den Festpunkten zu bekommen. Das Ganze soll modern, intuitiv sein. Es soll natürlich auch von jedem Endgerät nutzbar sein. Das Ganze soll modular aufgebaut sein. Der Administrationsaufwand soll natürlich klein sein und das Ganze soll nachhaltig sein und es soll frei verfügbare Software verwendet werden und OGC-konform sein. Um das Ganze jetzt noch besser zu verstehen, ist erstmal grundsätzlich die Aufteilung in die zwei Anwendungsgruppen ganz interessant. Also wir haben zum einen eben den Anwender. Der hat natürlich einen anderen Blickwinkel auf das System wie jetzt der Betreiber. Der Anwender will beispielsweise einfach nur einen Überblick über die Festpunktfelder bekommen oder Informationen zu den einzelnen Festpunkten bekommen. Und der Betreiber möchte natürlich, dass die Datengrundlage aktuell ist und dass der Administrationsaufwand möglichst gering ist. Das Ganze führt dann in die Anforderungen an das Informationssystem. Das ist jetzt praktisch eine exemplarische Auflistung. Zum Beispiel soll das Informationssystem eine Druckausgabe haben, es soll was grafisch messen können, man soll damit eine Standortbestimmung durchführen können, man soll darüber eben die Festpunkte runterladen können und man soll die Möglichkeit haben, Bilddaten, zum Beispiel Fotos, Einmessskizzen, zu integrieren. Welche Tools wurden verwendet? Für die Datenhaltung wurde GitLab verwendet. Das liegt dann alles in einem Git-Repository, weil jeder Mitarbeiter von uns hat Zugang zu GitLab und deswegen wurde halt GitLab benutzt. Für die Datenhaltung eben wird mit der GitLab CI/CD gearbeitet, dazu später noch ein bisschen mehr. Für den Webserver habe ich mich für den Apache entschieden. Da hatte ich bisher immer ganz gute Erfahrungen gemacht. Der Druckserver Mapfish Print 3 wurde verwendet, weil eben die Entwickler vom Masterportal den als Empfehlung ausgeben. Für das Informationssystem oder auch WebGIS wird mit dem Masterportal gearbeitet. Warum? Weil eben die Ziele, die da gesetzt wurden, zum Beispiel OGC-konform, modular, responsiv, dass damit eigentlich ganz gut möglich ist. Die Software Docker, die wurde dann für die Releases und für die Produktivumgebung eingesetzt.
weil es eben die Bereitstellung vereinfacht von den Anwendungen und die Container eben alle nötigen Pakete schon in sich haben und damit es leichter transportierbar ist. Wie sieht denn die Gesamtarchitektur von dem System jetzt aus? Also wir haben das grundlegende Prinzip ist ein Client-Server. Entschuldigung. Das ist das Client-Server-Prinzip. Und wir haben jetzt hier auf der einen Seite unser Git-Repository. Das ist die Aufgabe des Betreibers. Dort sind Dateien abgelegt zum Masterportal. Daten, Bilddaten, Config-Dateien, Zertifikate. Und dann haben wir zum anderen noch den Mapfish Print 3. Da ist die Print-App abgelegt, Config-Dateien, auch wieder Zertifikat. Und in dem Git-Repository sind noch weitere Dateien abgelegt auch zur GitLab CI/CD-Pipeline oder Dockerfile oder Docker Compose YAML. Dann haben wir auf der anderen Seite unseren Server. Das ist zum einen ein Docker-Container, in dem ein Apache-Webserver läuft und ein weiterer Docker-Container, in dem der Druckserver läuft. Und die greifen eben auf die Daten im Git-Repository zu. Und bei einer Änderung im Git-Repository soll das auch dann in den Docker-Containern übernommen werden. Das wird dann mit der GitLab CI/CD umgesetzt. Dann haben wir auf der anderen Seite noch unsere Masterportal-Instanz, also unser Client. Das hier sind die Nutzer des Festpunkt-Informationssystems oder auch die Anwender. Und die technische Basis hierfür ist dann die Masterportal-Software. Und der Client sendet dann eben Anfragen an den Webserver oder an den Druckserver. Und somit ist dann eine Interaktion möglich. Und die Tools, die greifen alle ineinander. Und jetzt werde ich noch mal was zur CI/CD-Pipeline sagen. Also wir haben hier einen Trigger. Wir haben immer einen Triggerpunkt oder einen Trigger, der jetzt in diesem Fall eine Änderung im Git-Repository ist. Also sobald eine Änderung auftritt, wird der Trigger gestartet, wird die Pipeline gestartet. Und dann beginnt die erste Stage und die heißt hier Release. Und zuerst startet sich ein Job 1 auf einem GitLab Runner. Der ruft die Änderungen im Git Repository ab und führt verschiedene Skripte aus. Zum Beispiel Docker Login, Branch und Tag setzen, Docker Build, Docker Push. Und mit Docker Push pusht er eben das Image aus dem Repository in die GitLab-eigene Container Registry. Und das Ergebnis ist dann eben ein aktuelles Docker-Image, was dann auch verwendet werden könnte. Jetzt möchte man aber noch einen Schritt der Automatisierung obendrauf setzen, also dass man jetzt nicht händisch das Docker-Image irgendwo ausfinden muss. Deswegen wurde die zweite Stage, also die Stage Deploy, eingerichtet. Der startet auch wiederum mit einem Job, das ist hier der Job 2. Der ruft auch wieder die Änderungen aus dem Git Repository ab und führt dann auch wieder verschiedene Skripte aus. Zum einen Image bauen und die Container starten. Das Ganze läuft dann über Docker Compose und aufgrund dass nicht der Speicher vorläuft, hatte ich jetzt hier mal die alten unbenutzten Container und Images hier wieder gelöscht. Und das Ergebnis ist dann ein Festpunkt-Informationssystem, das aktuell ist. Und das Schöne ist hier eben, dass alles als Datei am Anfang vorliegt im Repository und dann am Ende hier eine lauffähige Anwendung dann rauskommt, die dann die Änderungen auch enthält. Wie sieht das jetzt aus als Betreiber, wenn man jetzt zum Beispiel neue Festpunkte hinzufügen möchte? Und da gibt es jetzt hier zwei Anwendungsfälle. Der erste ist eben das Hinzufügen eines Punktes in einem Festpunktfeld. Da sind zum einen der Schritt Anpassung der GeoJSON-Datei
ist dann notwendig. Also hier sieht man jetzt auf der rechten Seite die GeoJSON-Datei mit unserem Festpunkt, Koordinaten, die verschiedenen Attribute wie Punktnummer, Jahr, Vermarkungsinfo. Und da fügt man jetzt einen neuen Punkt hinzu und lädt das Ganze dann in das Git-Repository hoch. Und dann startet sich wiederum unsere Pipeline und die Änderungen mit dem neuen Festpunkt, die werden dann übernommen. Und wie sieht das jetzt aus, wenn man ein komplett neues Festpunktfeld anlegen möchte? Das will ich hier dann mal zeigen. Das ist auch wiederum, also auch wiederum wird mit dem Erstellen einer GeoJSON-Datei begonnen. Hier in dem Fall muss man eine komplett neue erstellen. Man kann sich dann an den alten oder an den anderen GeoJSON-Dateien orientieren und man sieht jetzt hier eben den Aufbau einer solchen GeoJSON-Datei, wie sie dann auch innerhalb der Konfigurationsdatei serviceinternet.json verwendet wird. Also man gibt hier an, welche Attribute man eben verwenden möchte, welchen Namen die Datei hat, wo der Speicherort ist. Und dann ist noch wichtig, dass man dem Ganzen ein Style hinzufügt, damit es auch eben damit es auch erkennbar ist, dass es sich um ein anderes Festpunktfeld handelt oder damit man es halt eben auch einfach schön einrichten kann. Und das geht dann über die Style.json. Da ist da jetzt hier ein Eintrag eines neuen Styles hier gezeigt und hier wird dann ein Kreis verwendet, der jetzt hier die Farbe hat. Als Labelfield wird hier die Punktnummer verwendet und damit lässt sich halt die Optik dann anpassen. Und das Ganze soll dann natürlich auch in die Themenkonfiguration, also auch in den Layerbaum von Masterportal eingepflegt werden. Und das passiert dann über die config.json. Und man sieht jetzt hier, diese drei Zeilen binden praktisch dann unsere neu erstellte Datei in das Masterportal ein und wir können es dann auch verwenden. Und wie sieht das Ganze jetzt aus? Also wir haben jetzt hier zum einen eben oben links ist der Themenbereich. Ich denke mal, das ist vielen bekannt mit Hintergrundkarte, mit der Möglichkeit, die Fachdaten, das sind jetzt unsere Festpunktfelder, die hier aufgelistet werden. Man hat natürlich die Möglichkeit, über Werkzeuge verschiedene Tools zu nutzen. Und hier befindet sich der sogenannte Donut-Bereich. Darüber lassen sich jetzt die Festpunktfelder zum Beispiel aus CSV-Datei herunterladen. Und wenn man jetzt mal ranzoomt, sieht man die Möglichkeit des Maus-Hover-Felds. Da wird jetzt die Vermarkungsart eingeblendet. Man sieht hier die Attributtabelle mit den nötigen Daten zu den Festpunkten. Und man kann zum Beispiel jetzt das Tool Strecke Fläche messen benutzen, eine Strecke messen und das Ganze dann zum Beispiel auch ausdrucken als Karte. Und wie so ein möglicher Druck aussieht, sieht man jetzt hier. Also man kann, wie gesagt, im Text, Symboliken, alles Mögliche in das Kartenfenster reinzeichnen, beschriften. Und das ist jetzt hier der fertige Ausdruck mithilfe unseres Templates. Genau, und dann kann man jetzt eben auch hier ein sogenanntes Stempelfeld eben sicherstellen mit Daten zum Maßstab, Titel, Datum und so weiter, Logo, dass man eben einfach eine schöne Karte dann als Ausdruck hat, die dann eben zum Beispiel für Übungen verwendet werden kann. Das Ganze jetzt hier nochmal in der mobilen Version. Grundsätzlich ist dafür eben ein Aufbau einer VPN-Verbindung erforderlich. Man kann es in beliebigen Browser nutzen. Es sieht meiner Meinung nach sehr ansehnlich aus. Man hat jetzt hier auch die Möglichkeit, den Standort zu aktivieren über den Button. Dann sieht man eben, wo man sich gerade befindet in der Karte und man steht neben dem Festpunkt. Man kann sich den mal anklicken, mal sehen, was sich da so
was das hier aufploppt. Und man kann sich zum Beispiel auch Fotos einblenden lassen oder eben die dazugehörige eigene Skizze. Das macht es dann im Feld relativ einfach und angenehm für Studierende, die jetzt mit den Festpunkten dann arbeiten müssen. Und hier ist dann eben die Ansicht, wie es dann aussieht, wenn man sich verschiedene Hintergrundkarten einblenden lassen will. Und genau. Dann komme ich jetzt noch zu den Herausforderungen, die beim Implementieren auftraten. Also zum einen ist meiner Meinung nach die Dokumentation für den Mapfish Sprint 3 noch sehr spärlich vorhanden und es sind relativ wenige Beispiele jetzt für das Einrichten von einem Druckserver vorhanden. Und das Erstellen dieses Templates, was wir jetzt aus den Druckausgaben gesehen haben, das fand ich schon sehr zeitintensiv. Also es ist zum einen die Einarbeitung in die Software erstmal notwendig und dann gab es da auch diverse Fehlermeldungen, die nach und nach abgearbeitet werden müssen und genau, war sehr zeitintensiv. Dann noch zum Bereich des Masterportals. Es gibt bisher kaum Dokumentation, wie man jetzt einen Druckserver aus dem Portal heraus ansteuert. Also die dafür notwendigen Konfigurationsdateien sind eben nicht wirklich dokumentiert. Das Ganze hatte ich jetzt mal mit Trial and Error umgesetzt und hat iterativ dann eben am Ende das Endergebnis dann rausbekommen. Bei der Version, ab der Version 2.15 gibt es beim Drucken so einen kleinen Bug, also praktisch das Get-Status, das verliert nach dem zweiten Aufruf seinen Dateinamen. Deswegen lässt sich dann eben den fertigen Druck über das Masterportal nicht abrufen. Das wurde jetzt ab der Version 2.18 behoben. Also da haben die Entwickler vom Masterportal gute Arbeit geleistet. Und dann gibt es noch ein Problem jetzt bei mir, dass das Labeling von den Festpunkten bei der Druckausgabe fehlerhaft ist. Also ich hatte jetzt ja nur GeoJSON-Dateien als Geodaten verwendet und da scheint es da noch Probleme zu geben, weil die Punktnummern auf der Druckausgabe alle den gleichen Wert dann besitzen. Also zum Beispiel jetzt Punktnummer 400 wird dann für alle Punkte in dem gleichen Festpunktfeld eben übernommen. Dann zum anderen ist das Tool Liste, also die Attributtabelle, die man sich anzeigen lassen könnte im Masterportal, mit den GeoJSON-Dateien nicht nutzbar. Also der findet meine GeoJSON-Dateien nicht und zeigt auch dann keine Attribute an. Und zusammenfassend kann man sagen, dass die Implementierung eines solchen Informationssystems oder speziell eines Frage-Antwort-Systems für Festpunkte relativ erfolgreich war. Also die Ziele, die ich gesetzt hatte, die wurden somit erreicht. Und das Ganze bietet jetzt eine ganz gute Grundlage für jegliche weitere Entwicklungen an, weil eben auf aktuelle Technologien und Tools gesetzt wird. Und auch die eingesetzten Tools sind meiner Meinung nach für den jeweiligen Zweck auch wirklich sehr gut geeignet. Das Ganze ist sehr gut reproduzierbar. Also lässt sich auch jetzt, wenn man jetzt Zugriff auf das Git Repository hat, lässt sich das auch relativ schnell dann irgendwo anders einsetzen. Und das Masterportal ist ja grundsätzlich dafür gedacht, bestehende Geodateninfrastrukturen zu präsentieren. Und ich hatte ja die Herangehensweise daraus, eine themenbasierte Sache zu machen. Und das Fazit ist, dass es auch gut für themenbasierte Informationssysteme geeignet ist. Und was könnte man jetzt noch alles machen? Also man kann zum einen natürlich die GitLab-Pipeline noch erweitern mit Tests, die dann eben Bugs and Errors abfangen. Und das ganze Stichwort dazu ist eben Continuous Integration. Man könnte das natürlich zu einem themenübergreifenden Portal ausbauen für unsere Fachrichtung. Da gibt es sicherlich noch andere Themen, die interessant wären. Die Metadaten, zum Beispiel auch Bilder, die könnten über einen Metadaten-Server eingebunden werden. Stichwort ist hier eben Catalog Service for the Web.
Und man könnte diesen Donut-Bereich auch anderweitig implementieren, indem man zum Beispiel eigene Tools entwickelt mit Vue.js und dann den Datenexport darüber abwickelt, dass man sich zum Beispiel auch verschiedene Datentypen auswählen kann. Man kann die Routing-Funktion mit einbringen. Man könnte 3D-Informationen noch mit einbringen, um die Übersichtlichkeit vielleicht zu verbessern. Und man könnte auch das Masterurteil mal mit, also man könnte mal das Masterurteil API für die Integration in Drittanwendungen ausprobieren. Dann bin ich jetzt am Ende meines Vortrags angelangt und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Und unter diesem Link können Sie sich mal einen Überblick verschaffen über das Git Repository. Und vielen Dank. Ich freue mich auf Ihre Fragen. Vielen Dank, Patrick, für deinen Vortrag. Im Fragen-Tab haben wir eine Handvoll Fragen. Ihr könnt gerne noch weitere Fragen dort reinschreiben. Starten wir mal mit der ersten Frage, Patrick. Warum den Umweg über Docker gehen, wenn man mit der Masterportal-Entwicklungsumgebung auch direkt das Kompilat erzeugen kann, welches dann zum Beispiel direkt vom Apache gehostet werden kann? Genau, das ist eine gute Frage. Grundsätzlich, die Idee war einfach, eine zentrale Datenhaltung zu haben. Jetzt hier in dem Beispiel ein GitLab-Repository, wo dann unsere Mitarbeiter der Fachrichtung auch die Möglichkeit haben, die Daten sehr einfach abändern zu können, zu editieren. Und daraus entstand dann eben praktisch die Idee, dass man dieses Repository nimmt und daraus eben dann durch die Pipeline eben dann direkt die fertige Anwendung dann eben daraus baut. Und deswegen praktisch dieser Umweg über Docker. Mhm. Und damit halt eben auch die Nachvollziehbarkeit und die Möglichkeit, da was zu ändern, auch eben für praktisch nicht IT-affine Personen dann verständlicher ist. Das Masterportal bietet ja zahlreiche Suchdienste. Welches hast du eingebunden? Ich hatte jetzt hier die OSM-Suche eingebunden, weil die Implementierung, also genau das Aufrufen davon, war sehr einfach und es ist auch ohne weiteren Backend einfach möglich, also OSM-Suche. Die nächste Frage geht so ein bisschen in die Richtung, wo du schon was zu gesagt hast. Wie wird die Historie der Punkte abgebildet? Sind verschiedene Daten für Lage und Höhe möglich? Also grundsätzlich gibt es bei uns einerseits die Unterscheidung in Festpunktfelder, die verschiedene Stände haben können. Also beispielsweise gibt es Festpunktfeld für den Campus, Stand 2020. Dann gibt es 2 Jahre später noch vielleicht einen aktualisierten Stand, der dann wiederum auch so in Vergangenheit eben aus der Historie gewachsen als weiteres Festpunktfeld eben implementiert ist. Und wenn man jetzt die Nachvollziehbarkeit der einzelnen Punkte in Betracht nimmt, dann funktioniert das oder ist so angedacht, dass das eben beispielsweise über den Commit-Befehl eben gemacht wird, wenn an einer Datei was geändert wird, dass man eben über den Commit-Befehl einfach reinschreibt, Punktnummer so und so oder wie auch immer. Also genau, und die Frage zu Lage und Höhe, also grundsätzlich sind die Attribute der Punkte beziehungsweise sind Lage und Höhe als Attribute einfach in der GeoJSON-Datei mit drin. Ich weiß nicht, ob das die Frage jetzt mit Lage und Höhe beantwortet. Aber kann ich dir natürlich auch nicht genau sagen, aber ich denke mal, prinzipiell ist es ja so, ne, dass wenn man denn für bestimmte Punkte unterschiedliche Lagen oder Höhen abbilden möchte, dass das entsprechend in den Dateien abgelegt werden kann und dann sollte es ja auch darstellbar sein. Eine weitere Frage, die so ein bisschen in die Richtung von der Darstellung der Punkte oder dem Bearbeiten geht. Es sieht so aus, als könnte man die Punkte auch im Feld zum Beispiel bearbeiten. Wie stellt man damit verbundene Sperrung der Punkte sicher? Vermeidung von paralleler Bearbeitung. Also das ist dann vielleicht etwas falsch rübergekommen. Also es geht jetzt hier praktisch nicht darum, dass man die Festpunkte im Feld bearbeiten kann. Also der Dienst ist praktisch dafür da, dass beispielsweise Studierende im Feld sich die Punkte anzeigen lassen können. Also
Sprich, zu sehen, wo ist denn der Festpunkt, welche Daten dazu gibt es, welche Einmessskizzen und so weiter. Und es geht jetzt hier nicht darum, dass eben Studierende draußen im Feld sich Punkte editieren können und so weiter. Genau, man sieht es einmal im Chat und auch die letzte Frage bezieht sich insbesondere auf das Drucken aus dem Masterportal, wo ich selbst auch mitbekommen habe, dass das durchaus eine Herausforderung sein kann, das zum Laufen zu bekommen. Abschließende letzte Frage an dich, Patrick. Wäre es möglich, eine Anleitung für die Einrichtung des Print-Servers im Masterportal zur Verfügung zu stellen? Genau, da will ich jetzt erstmal kurz auf den Christian Klese eingehen. Das stimmt, ab der Version 2.18 funktioniert es auch in meiner Anwendung wieder. Das hatte ich jetzt in den Folien nicht erwähnt, weil die Aufzeichnung schon früher geschah. Und grundsätzlich würde ich mal sagen, lässt sich da bestimmt was erstellen. Also es gibt jetzt nicht schon eine fertige Anleitung, sondern da müsste ich noch mal was zusammenbasteln. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall möglich, dass ich da irgendwie auf welchen Wegen auch immer eine Kurzanleitung zur Verfügung stelle, ja. Patrick, nochmals vielen Dank für deinen Vortrag.